Hallo ihr Lieben, euer Geist ist hier und herzlich willkommen zurück zum Taste Test. Heute mit Lemon Chocolate Cookies. Da dachte ich mir so, okay, es wird mal wieder Zeit, was richtig abgespaced zu essen. Und da habe ich mir das hier geholt. Lemon Chocolate Cookies. Für die, die aus Englisch nicht bewandert sind, Limonen bzw. Zitronen-Schokoladenkekse. Schokolade und Zitrone und dann Kekse. Wird also süß und erfrischend zugleich. Das klang echt cool. Und was willst du bei diesen heißen Sommertagen? Richtig, du willst erfrischt werden. Es gibt auch diese Erfrischungsstäbchen, beißt rein, kommt so eine frische Flüssigkeit raus. Und ich hoffe, dass mich diese Kekse einfach auch beleben und erfrischen. Sieht richtig lecker aus. Und ja, der Greenscreen frisst das wieder, weil es grün ist. Ja. Das hier ist allerdings weiße Schokolade, das ist jetzt nicht irgendwie dunkle Schokolade. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und die Kekse sehen lustigerweise anders aus als auf der Verpackung. Verpackung, da hast du richtig Schokoladenstücke gesehen, Zitrone. Hier ist einfach normaler Keks. Ist also komplett darin verarbeitet. Hier siehst du allerdings irgendwie eine dunkle Stelle. Dass die Schokolade ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich daran rieche, oh Gott, das riecht so gut. Ohne Scheiß, es riecht richtig erfrischend, riecht heftig nach Zitrone. Das erinnert mich tatsächlich, wenn du eine Eis isst und nebenbei noch einen Kaffee schlürfst und ein Keks dabei ist. Daran erinnert mich das. Das hat mir sowas von Zitroneneis und gemischt mit einem Keks. Jetzt nur vom Geruch, wie es letztendlich schmecken wird, das werde ich jetzt rausfinden. An irgendetwas erinnert mich das. Ja, aber die Kekse, die sind wirklich einfach spitzmäßig. Ich muss sagen, den Kauf habe ich nicht bereut. Sind super erfrischend, aber manchmal hast du dann so störende Schokoladenstücke da drin, die viel härter sind als der Keks. Und ja, weiß nicht. Die Kombination aus Zitronen und der weißen Schokolade schmeckt allerdings schon, aber mich stört das, dass die Schokoladenstücke im Vergleich zum Keks super hart sind. Und ich habe das in den Kühlschrank gelegt. Ich habe das einfach hier im Raum liegen gehabt. Und der Raum hat 30 Grad oder so. Aber ich muss sagen, die Zitrone ist echt erfrischend. Ich würde das Ganze mal probieren ohne die Schokoladenstücke. Das würde mich interessieren, wie das schmeckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sogar besser schmeckt als mit diesen Schokoladenstücken da drin. Aber wer weiß. Du bekommst ja einen super frischen, leckeren Keks, der komplett eingetaucht wurde in Zitronensaft. Der schmeckt so heftig in der Zitrone, weil du kennst ja bestimmt diese trockenen Kekse. So Butterkeks. Langweilig, trocken und ja, typischer langweiliger Geschmack halt. Hast du hier nicht? Der Keks ist super lecker und halt mit Zitrone eingetaucht. Du musst Zitrone mögen. Wenn du Zitronenlover bist, genau wie ich, wenn du es übelst Zitronenfan, komm ich esse sogar Zitronen einfach so, schäme die und esse die dann. Dann ist dieser Keks genau das Richtige für dich. Schmeckt fast nur als Zitrone. So ein bisschen schokoladigen Touch. Kommt die Süße, deswegen kriege ich halt diese Eistien-Vibes. Und ich muss sagen, das ist echt ein gelungenes Produkt.
hier meine Kritik. Ich wollte gerade sagen, wenn sie jetzt richtig viele Kekse da reingepackt haben, absolut top. Aber was habe ich mir schon gedacht? Wie viele Kekse sind da drin? Ganze 8 Stück. 8 Kekse, mehr nicht. 2,50 €. Ich glaube, so teuer war das. Und hier sind nur 8 Kekse drin. Oh Gott. Das war schon fast dieses Subway Wipes. Subway kriegst du einen fetten Keks, 2 Euro. Und dann denke ich mir so, warum? Ich finde, hier sind viel zu wenig Kekse drin und dafür ist es halt teuer. Aber wenn du mal was Spezielles haben möchtest, was dich erfrischt im Sommer, einen erfrischenden Sommerkeks haben möchtest, dann ist das die perfekte Wahl. Brauchst nicht, die gekauft zu haben. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass es so wenig drin ist. Ich meine, ich habe ja jetzt schon ein Achtel hier im Taste-Test jetzt gegessen. Was ist denn das? Aber die Kekse finde ich echt Weltklasse. Die kriegen von mir 9,5 von 10 Punkten. Einfach weil da so wenig drin ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich 10 von 10 gegeben. Auch wenn die Schokolade teilweise ein bisschen zu hart ist, ein bisschen störend ist. Aber man kann drüber hinwegsehen und dadurch kriegst du halt diese Eistieren-Vibes. Ja, coole Sache, falls ihr die Kekse kennt, selber schon mal probiert habt. Das sind die von Merber. Lemon Chocolate Cookies. Dann schreibt es gerne in den Kommentaren, würde mich eure Meinung dazu interessieren. Ich esse die jetzt in Ruhe auf und lasse mich von diesen wunderschönen Keksen weiterhin erfrischen. Ich liebe euch und sage hiermit Stay Awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!